mal wieder ein Movie von mir, und zwar aus Bangkok. Wir haben heute zu tun auf der deutschen Botschaft. Ihr seht es im Hintergrund. Und da werden wir mal gucken. Wer mehr dazu wissen will oder wo es genau ist, setzt euch zwar links runter. Aber manche kommen da durcheinander. Schreibt mich ruhig an, wenn ihr Fragen habt. So, also die deutsche Botschaft befindet sich auf der Hauptverkehrsstraße. Ihr seht es hier. Man kommt auch nicht einfach hier drüber. Und hier ist die deutsche Botschaft. Wir gehen gleich vorbei. Und zwar will ich euch noch mal einen Tipp geben. Wenn ihr ca. 300 bis 500 Meter nach da lauft, geht es links eine Gasse rein, so wie hier. Und da ist ein thailändisches Büro, auch für Sprachen, ein genehmigter Notar von Düsseldorf oder Dortmund, der euch auf jeden Fall immer helfen tut. Es ist so, wenn ihr wollt, dass die Mädchen mal zu euch kommen, dann kann es mal schnell ein Problem geben. Auf der verkehrten Zeile war ein falsches Kreuz gemacht und ihr habt echt, dass die Mädels nicht kommen dürfen. Also ich habe es immer so gemacht, das hat früher 1000 Watt gekostet und das hat auf der sicheren Seite. Die machen alles, Bilder, Kopie, alles. So, wir werden mal weitergehen. Also, wir haben, ihr seht selber, mit Parkplätzen ist hier gar nichts. Aber es ist nicht so wild, weil wir haben hier vorne einen Live-Sender. Da könnt ihr parken, allerdings gebührenpflichtig. Ansonsten haben wir hier vorne ca. 1 Kilometer den Lumbini Park. Und den Lumbini Park, da kann man ums Parken, aber müsst dann noch 1 Kilometer laufen. Also ihr könnt zum Nebeneingang rein, da sind genug Parkplätze. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. So, also. Wir sind ja von hier gekommen, das ist eine andere Botschaft und hier haben wir die deutsche Botschaft. Also man kommt hier eigentlich auch nicht rein ohne Termin, man muss sich an für sich immer einen Termin holen. Ihr seht es hier, ist schön leer, also hier geht's raus und hier geht's rein. So. Also, mehr wollen wir ja nicht sehen, wir haben ja so nichts zu tun. Es ist einiges neu gemacht worden. Es sah früher ein bisschen anders aus. So, also das war's. Es ist so, wenn ich früher hierher gefahren bin, ich würde sagen, wir gehen in die Werbung. So, jetzt sind wir wieder, ist ein bisschen laut, aber ihr seht es ja, es ist der Verkehr. Ansonsten würde ich euch gerne mal dieses Wanderbild zeigen. Und zwar gibt es da gleich noch einen Text dazu. Also ich würde sagen, einmal für die Thailänder. Und einmal auf Deutsch. So, also. Es ist so, ihr könnt auch hier parken. Ich weiß nicht, ob es heute noch geht. Damals war es auf jeden Fall kein Problem. Um nochmal zur besseren Orientierung, hier haben wir das Große und hier haben wir die krasse Kornbank. So. Ich würde sagen, wir erkunden die ganze Sache mal und gehen einfach mal hier rein. Schöne Maid hast du heute Zeit. Also, wir waren mal schnell drinnen. Ich habe extra gefragt.
es ist so, es ist gar kein Problem. Es ist ein großes Bankgebäude. Man kann durch hier reinfahren. Und dann läuft man hier die paar Meter rüber und dann fährt man hier wieder raus. Also, ich würde mal sagen, besser geht es gar nicht. Ich weiß das, weil ich habe früher auch hier immer geparkt. Allerdings muss ich euch ehrlich sagen, ihr solltet echt überlegen, ob ihr mit dem Auto hier reinfahrt oder lieber das Auto irgendwo stehen lasst, mit der S-Bahn fahrt, was wahrscheinlich für einige am günstigsten wäre. Ansonsten mit Motorrad oder Moped ist es ein ganz schönes Gemühle. Unsere Navis haben auch ab und zu mal ein bisschen rumgequickelt und ja, es ist eben so, das müsst ihr euch überlegen. Am günstigsten wäre wahrscheinlich ein Taxi. So, ansonsten gehen wir hier noch mal ein Stück weiter. So, hier sind wir wieder, wir gehen mal ein Stück weiter. Wir haben an für sich hier nur Bankgebäude. Hier haben wir die Bangkok Bank, Versicherung und wir halten mal rum. Also ihr braucht da keine Angst haben wegen Taxi oder irgendwas. Überall stehen die Leute rum. Auch sehr schön gemacht, diese Außenanlage wieder mal. So, was die gab. Land of Smile. Ja, I'm back to you here. Ich sage, hello Germany. Okay. Also, ihr seht, am besten immer mal mit Lächeln. Und somit ist alles immer gut. So. Am günstigsten sind immer diese Taxis. Und dazu wäre vielleicht noch zu sagen, wenn ihr einsteigt, müsst ihr auf die Uhr zeigen. Ansonsten wird das sie nicht anmachen und wird euch wahrscheinlich behumsen wollen. Ist ein Problem, also mir ist es auch schon passiert, dass ich mit einem Mädel nachts in so ein Taxi wollte und der Taxifahrer, der macht die Uhr nicht an und dann ist das Mädel ausgestiegen, hat die Polizei gerufen und dann hat das angemacht. Also es geht, man muss nur wissen, ob man. Ja, es geht manchmal um 100 Watt. Wenn ich, wie man so sagen, wenn ich nach Hause will und betrunken bin, dann ist mir das egal. Da bezahle ich einmal gern 100 Watt mehr, aber ansonsten solltet ihr ein bisschen aufpassen und euch nicht so behumsen lassen. So. Wir gehen noch mal ein Stückchen weiter. So. Hier haben wir ein Hotel. Das Sukhothai, oh, sehr, sehr schön gemacht. Nicht neu. Ja. Okay, okay. So, also ich habe gerade gefragt, ob wir hier filmen dürfen. Ist natürlich ein super Hotel. So. Guckt euch an hier oben. Wahnsinn. Sehr, sehr schön gemacht. Also, ich würde sagen, wir gehen langsam zurück. Es war wieder mal ein anstrengender Ausflug, weil es ist echt, dass ja, die Thais fahren schon manchmal ein bisschen eigenartig. Man muss ganz schön aufpassen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund. Bleibt mir ja munter, oder wie es war. Ich bin durcheinander heute. Und werden auf jeden Fall alle glücklich. Euer Tattoo-Man. Bis die Tage. Bye, bye.